Schon Brüder. ins Schwarze getroffen. Hast du Shalom. gesehen, was für eine Shalom. Unruhe? Shalom, mein Lieber. Habt ihr gesehen, was für eine Unruhe und Durcheinander der hatte? Ja. Bruder, ich habe mal eine Frage. Und zwar, Ja. ich glaube, dass einige sehr, sehr viel Unruhe haben, weil sie in ihr Lehre reingefallen sind. Ich habe dir heute auch gesagt, dass ich auch durch ihr Lehre gegangen bin. Und ich muss ehrlich sagen, das hat bei mir auch ganz, ganz viel Unruhe, ganz, ganz viel Fragen, also ganz, ganz viel Durcheinander, ne? Wirklich sehr viel Verwirrung gebracht. Und also, wo ich dann die Bibel gelesen hatte, dann habe ich auch ganz, ganz viele Fragen gehabt, die mir keiner beantworten konnte. Meine Gebete schienen mir sehr unerhört. Ich habe das Vertrauen zu Gott verloren. Ich habe aufgehört zu beten. Ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen. Und irgendwann habe ich meine eigene Wiedergeburt. Also habe ich das wirklich bezweifelt, ob ich da irgendwie durchgedrungen bin, ob ich dann nicht durchgedrungen bin. Und ich glaube, dass man solche Menschen, die gerade viel fragen, dass man sich vielleicht auch dafür Zeit nimmt, auch wenn sie es vielleicht jetzt in diesem Moment nicht verstehen, dass man ihnen einfach das mitgibt, ey, okay, guck mal, schau mal bei diesen Stellen, geh diese Stellen durch, dass man sie wenigstens an eine Gemeinde anbinden tut oder was auch immer, dass man ihnen wenigstens versucht zu helfen und zu sagen, Ja, aber derjenige muss bereit sein, sich helfen zu lassen und zu fragen. Es muss ein Suchender sein. Aber ja. zum Beispiel anhand dessen Beispiel, was wir gerade hatten, der war gar nicht suchend. Der wollte hier einfach seine fürchterliche Ehelehren veröffentlichen, eventuell Leute, die jetzt gerade im Chat sind, zu verführen. Der war nicht hier, um zum Lernen. Der war hier, um seine Ehelehren zu lehren und Leute zu fischen. Was ist, wenn er gefragt hat, um einfach Nein, das Wort Gottes rauszufinden? sagt, wenn jemand reingekommen ist und die Lehre des Christus nach dem zweiten Johannesbrief nicht bringt, den nicht ergrüßen und nicht aufnehmen. Denn wenn von euch jemand den aufnimmt, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Das ist keine Kleinigkeit. Und Gilt davon auch gibt für es viele. Streams? Bitte? Gilt das auch für Streams und so? Oder für sich zu Hause? Wie ist das so genau gemeint? Nein, generell nicht aufnehmen, zu Hause nicht, in der Gemeinde nicht, gar nicht aufnehmen, nirgendwo. Ja, Gar schau, nichts mit dem zu tun haben. ich meine nur nicht, dass ich da mich schuldig mache mit diesen Leuten alle hier, weißt du, wenn ich Ja, die ja, Namen ja, entlang ja, denen ja. spreche, weißt Ja, natürlich haben wir uns, in dem Moment haben wir uns versündigt. Ne? Da müssen wir auch gleich Buße tun. Also Okay, ich muss dann gleich okay. Buße tun, natürlich. Ich hätte den direkt prüfen müssen, Boah, krass. wenn er hier Ja, eben auftaucht. am Schluss nach deiner Frage, ob er glaubt, dass Jesus Gott ist, habe ich auch überlegt, das hätte ich auch gleich können fragen und dann hat sie alles geklärt. Ja, Dann war es man klar, hat ja. es. Er konnte das nicht direkt beantworten, ja, die Frage. Und deswegen wusste ich sofort, ja, das ist einer von vielen, vielen falschen 50er, die sich hineingeschlichen haben, die der Feind hineingebracht hat, um Leute abzufischen. Kannst du noch kurz darauf eingehen, auf wen diese Verse gemeint sind, weil viele denken, dass zum Beispiel Muslime dann. Nein, 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 nein. Das gilt, der zweite Johannesbrief spricht speziell. Also sogenannte Christen an, die sozusagen reingekommen sind in die Christenheit und aber eine falsche Lehre haben, was die Gottheit des Herrn Jesus betrifft. Es sind nicht die gesamte Welt Menschen damit gemeint. Nein, das sind Leute, die eben lehren, dass Christus nicht Gott ist. Das heißt also Leute, die reingekommen sind und die wir eventuell dann aufnehmen könnten in den Gemeinden. Aber darf ich mal ganz kurz fragen, weil so wie er geredet hatte, als du gefragt hast, ist Jesus Gott, wollte er wahrscheinlich, oder so wie ich es verstanden habe, ist, er wollte nicht sagen, okay, Jesus ist der Vater. Nein, Vielleicht, nein, also nein, 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 wird nein, das nein, nein. dann. Er hat ja, deswegen habe ich danach nochmal gefragt, ist in der Gottheit drei Personen? Und er hat gesagt, nein. Okay. Ist ein toter Christ, der glaubt, dass Jesus ein kleiner Gott Genau, ist. genau, genau. Das ist ein schlimmer Irrlehrer eigentlich. Bruder Reza, Ich wusste sofort, dass er nicht wiedergeboren war. Bruder Sofort. Reza. Nicht nur mit dem Sabbat, sondern seine gesamte Art. Kein einziger Satz war aus der gesunden Lehre. Kein einziger Satz, was er von sich gegeben hat, war aus dem Heiligen Geist. Krass. Die Leute brauchen ein bisschen länger, um das zu sehen, aber ich wusste sofort, deswegen habe ich ihm sein Heil abgesprochen. Vorher, schon Bruder direkt. Reza, Ja.
Mir ist auch aufgefallen, dass ganz viele MCM-Anhänger hier auf TikTok rumlungern und Nager23-Anhänger seit Ja, kurzem. ja. Ja, hier haben die die Möglichkeit, mit der gesunden Lehre in Verbindung zu kommen, in Kontakt zu kommen und dann dementsprechend entweder sich unterordnen dem Heiligen Geist, indem sie eben das Wort Gottes aufnehmen, Buße tun, wiedergeboren werden oder eben ankämpfen. Und wenn die ankämpfen, werden die sofort geblockt. Amen, Bruder. Amen. Bei mir, also wenn ich ganz kurz von mir schildern kann, also ich weiß, dass ich eine tiefe Buße benötige und dass ich auch sehr, sehr umkehren muss, von vielen, vielen Wegen, die ich selber gegangen bin, wo ich dachte, es wäre Gottes Wille. Und ich habe leider auch sehr, sehr viel die gesunde Lehre aus den Augen verloren. Habe auch sehr, sehr viel Misstrauen in Menschen bekommen dadurch. Und einfach ein ganz komplettes falsches Gottesbild habe ich mir in der Zeit angeeignet. Ich weiß nicht, Resa, ich habe dir meine Nummer geschickt. Du Ja. hast vorhin erwähnt, dass du eine Gruppe hattest. Ich weiß Ja. nicht, was ihr da, also ob du da Predigten reinpostest oder. Ja, was ist denn mit dir passiert? Also du warst im Glauben und dann bist du irgendwie, aber nicht ganz abgefallen, oder bist du doch abgefallen? Also, guck mal, bei mir war es so, dass, um genau zu sein, ich kam auch, ich habe sehr viel Cannabis geraucht gehabt und Ja. dann bin ich irgendwann zum Glauben gekommen, habe die Bibel gelesen, habe gemerkt, okay, krass, würde ich anhand des Gesetzes gerichtet werden, also hätte Gott mich gerichtet anhand des Gesetzes, wäre ich für immer verloren gegangen. Ich habe Herrn Jesus Christus angenommen, ich habe Buße getan, ich habe auch an diesem einen Abend oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das für ein Tag war, weil ich habe es auch leider im Rausch gemacht. Ja, dass ich ihn angenommen habe, ab diesem Zeitpunkt ist, es war eine komplett ganz andere, also Sinnesänderung, ne? Es war komplett alles ganz anders und einen ganz anderen Blick auf die Welt, einen ganz anderen Blick auf die Menschen, einen ganz anderen Blick auf Gott, auf mich selber. Aber langsam, langsam bin ich dann so, habe ich mich mit Christen getroffen. Das Problem ist aber leider dann, dass man sich nicht mehr wegen dem Herrn getroffen hat, sondern um sich selbst, keine Ahnung, grillen, unter Geschwistern zu sein. Und dass der Herr ist einfach so immer mehr in den, ja, wie soll ich sagen, in den Hintergrund geraten. Und Ja. dadurch ist es so gekommen, dass ich dann einen Wohnungswechsel gemacht habe in einer anderen Stadt. Ja, und boah, da ist sehr, sehr viel also so offenbar geworden, weil der eine hat an Halsverlust geglaubt, der andere hat daran geglaubt, dass man das nicht verlieren kann. Also es war wirklich eine komplett Katastrophe, wo alles zusammengebrochen ist, also wirklich alles. Jeder hatte Groll gegen den anderen irgendwie im Herzen und ich dachte mir so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit mir passiert? Wo bin ich gelandet, ne? Bin auch dann wieder in Cannabis reingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass ich wieder in Cannabis reingefallen bin, ist der Weg dann noch durcheinander für mich geworden. Also da kam alles dazu. Dann habe ich mich gefragt, warum auf einmal wie heißt der? Der ist in die katholische Kirche, in die katholische Lehre zurückgegangen. Boah, wie hieß der nochmal? Der Ich kann. Elmas. Ja, Der Elmas. genau. Ja, das sind alles so falsche 50er, ja, die den Leuten eben Zweifel sehen, Zweifel und die Leute vom Glauben abbringen. Bruder Reza, Das sind alles so, Bruder Reza, du kannst auch mal ja. den Leuten sagen, wo er das Interview geführt hat, wo er da den Herrn Jesus beleidigt hat, der Elmas. Ach so, ja, genau. Der Elmas meinte, der hätte ja den Herrn Jesus gesehen in einer Vision oder Traum oder was weiß ich was. Er meinte, der hätte den Herrn Jesus wirklich gesehen. Und dann hat er so abfällig gesagt, ja, und das war voll der hässliche Typ, so voll der hässliche. Ja, da war ich Da auch waren die voll Geschwister schockiert. und ich eine Woche lang unter Schock. Ja, es ist auch wirklich sehr schockierend gewesen. Aber ich habe mir diese Videos dann auch nicht mehr angeguckt. Ich bin auch nicht eigentlich der Typ, der sich so Debatten anguckt. Aber dann habe ich eine Debatte gesehen zwischen ihm und Elia. Und dann habe ich mir so die ganze Zeit gedacht, warum flippt Elia die ganze Zeit so aus? Aber Elmas ist so die ganze Zeit ruhig. Und dadurch, weil ich ja gekifft hatte,
Ey, da ist wirklich eine völlige Katastrophe in meinem Glaubensleben gekommen. Und deswegen habe ich auch gefragt, ob ihr für mich beten könntet, dass ich einfach wieder diesen klaren Weg vor mir sehe, dass ich mich wirklich nur noch an Gottes Wort halte, weil ich Ja, merke, bist du jetzt noch im Glauben oder bist du abgefallen? Das ist ja die Frage. Bist du raus, möchtest du wieder rein oder bist du drin und du bist noch nicht, du bist aber nicht stark? Das musst du schon erklären, richtig. wie Glaubst du, meinst dass der Herr du? Jesus Gott ist? 100%, ja, natürlich, 100%. Glaubst du, dass Gott in drei Personen kommt? 100%, na Vater? klar, na Ja, dann klar. bist du ja im Glauben. Du bist ja gar nicht abgefallen. Du bist nur schwächer geworden in deinem Glauben. Hast du im Glauben Schiffbruch erlitten? Definitiv, definitiv. Ja, da Ja, aber. musst du Buße tun, wenn du wieder abgekommen bist vom Weg, in deine eigenen Wege gegangen bist, musst du Buße tun vor dem Herrn und dann kommst du wieder rein, kein Problem. Also Was nicht, bedeutet dass du dein das Heil verloren Bußetum? hast. Buße tun heißt also umkehren wieder von deinen Wegen, den du gegangen bist, von den falschen Wegen, wieder umkehren zu Jesus Christus und wieder die Beziehung aufnehmen. Aber du musst dich erstmal entschuldigen vor ihm für das, was du Amen. getan hast. Amen. Ja, Ohne definitiv. Buße und Reue gibt es keine Gemeinschaft. Ja, klar. Die Beziehung ist zwischen dir und dem Herrn Jesus also so betrübt, aber die kannst du wieder aufnehmen, indem du Buße tust, zu ihm zurückkehrst, ihm alle deine Sünden bekennst, was du gemacht hast, auch die Zeit, wo du ohne ihn warst und wo du ihn an zweite Stelle gesetzt hast. Wir wissen ja in der Offenbarung, die erste Liebe verlassen hast. Das ist ein Schreiben an Ephesus. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja. Tue Buße und kehre um und setze mich wieder an erster Stelle. Ja, möge der Herr Das mir ist mit gnädig sein. dir, Amen. das ist dir überlassen. Wir können für dich beten, aber du musst selber das tun. Du bist verantwortlich für dein Heil. Und verstehst du, wir können beten, aber wenn du nicht willst, dann bringt es nicht. Du Natürlich musst will ich vorhin selber das. Buße tun. Natürlich will ich das, aber ich habe nur Ja, das. dann Buße tun. Ich Dann habe nur musst du den Buße tun. Eindruck, dass ich voll umgeben bin von voll vielen Du solltest Schriftgelehrten. aufhören zu sprechen und Buße tun. Nicht viel Blabla, Buße tun. Ja, Verstehst du? genau. Nicht Und sprechen. frag einfach den Herrn. Frag den Herrn, sei doch einfach ehrlich zu dem Herrn Jesus. Herr Jesus, da sind tausende Leute, jeder sagt was anderes. Zu wem soll ich gehen? Wo sind die wahren Geschwister? Und der Herr wird dir antworten. Hab Wird er Dank, dich lieber spüren. Geschwister. Danke sehr. Ja, danke dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Okay, habt eine gute Nacht. Shalom. Ja, Amen. danke dir Gute auch. Nacht. Shalom. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ja, also es ist nie zu spät, ihr Lieben, wenn ihr abhandengekommen seid vom Weg, aber immer noch im Glauben seid. Ja, vorausgesetzt, ihr seid nicht abgefallen. Dann könnt ihr jederzeit Buße tun, bereuen vor dem Herrn, dass ihr diese Irrwege gegangen seid. Und dann kehrt ihr wieder zurück und die Beziehung steht wieder. Ja, die Beziehung ist zum Teil einfach betrübt, aber die Beziehung kommt wieder in Gange, wenn ihr wieder zum Herrn Jesus zurückkehrt und die Beziehung wieder mit ihm aufnimmt. Ganz, ganz wichtig. Ja, Brüder, ich würde gern noch mal eine Sache ergänzend sagen für die Ja. Geschwister, die hier drin sind und vielleicht ein bisschen in Unsicherheit gekommen sind oder jetzt gerade am Zweifeln sind wegen dem Gesetz, was wir hier noch mal angesprochen hatten. Es ist wichtig zu wissen, dass die erste todbringende Irrlehre, die versuchte in die Christenheit einzudringen, das war eben die Lehre von Gesetz, dass man dieses Gesetz halten müsse. Also man hat dann daraus Gesetz plus Gnade gemacht. Und man studiere übrigens dazu, zu diesem Thema nochmal den Brief an die Galater. Ich möchte nochmal eine Stelle zitieren. Und zwar ist es hier auch nochmal wichtig zu wissen und zu betonen. In Römer 2,14 und Römer 9,4 lesen wir, dass der Apostel Paulus aus der Sicht eines Juden spricht. Er spricht nämlich mit wir, denn er war Jude und lebte, bevor er zum Glauben an den Herrn Jesus kam, unter Gesetz. Heiden lebten nie unter diesem Gesetz, außer sie wurden Proselyten. Das heißt, sie bekehrten sich zum Judentum. Dann lesen wir in Galater 3, 23 bis 26 davon,
Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an die Galater. Und deshalb ist auch hier wieder wichtig zu betonen, bevor aber der Glaube kam, wurden wir Juden, nicht Heiden, unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister, griechisch Paidagogos, Zuchtmeister, Erzieher geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, also unter dem Gesetz. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Heiden werden nicht zu Juden, sobald sie sich zum Herrn Jesus bekehren. Das ist auch ganz wichtig. Das wäre wieder Bundestheologie. Auch nicht zu geistlichen Juden, sondern sie werden zu Christen. Christ kommt aus dem Griechischen Christus, was so viel bedeutet wie gesalbt. Wir wissen aus dem Johannesbrief, dass wir die Salbung des Herrn empfangen haben, welche der Heilige Geist ist. Das heißt, wenn jemand auch sagt, er wäre Christ und definiert es so, dass es einen Nachfolger Jesu meint, dann muss man immer genauer werden und sagen, man möchte es genauer, denn ich bin davon überzeugt, keiner von uns würde meinen, dass diese Millionen Namenschristen wirklich unserem Herrn Jesus nachfolgen. Also Christ bedeutet nicht Nachfolger Jesu, sondern wir müssen genauer werden. Es ist abgeleitet von dem griechischen Wort Christus, was bedeutet gesalbt. Also Christen meint Gesalbte. Und Gesalbte sind die, welche den Heiligen Geist empfangen haben. Das sind wahre Christen. So. Und jetzt ist auch nochmal wichtig zu wissen, der Schnitt zwischen unter Gesetz und unter der Gnade geschah genau hier, nämlich in Hebräer 9, 16 bis 18 lesen wir, denn wo ein Testament ist, das heißt, Testament heißt auch Bund, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Briefe an die Hebräer 9, Vers 16 bis 18. Diese Passage zeigt uns zwei Dinge. Der Herr Jesus ist Gott selbst, denn er hat das Testament gemacht und ist gestorben und auferstanden. Und sein Werk wurde besiegelt durch den Geist Gottes seit Pfingsten. Bei allen jenen, die sein Werk für sich persönlich annehmen, bis heute, ist immer noch so. Zweitens, kein Mensch wird durch die Forderung der alten Haushaltung, nämlich dem des Gesetzes, gerecht vor Gott, sondern allein durch den Glauben an den Herrn Jesus und seinem Erlösungswerk. Das Neue Testament, das hatten wir gerade, das erwähne ich nochmal, um das nochmal zusammenfassen, was wir auch besprochen hatten, in Bezug auf das Neue Testament, wo es beginnt. Das Neue Testament beginnt nicht mit Matthäus 1, Vers 1, denn es interessiert nicht, was auf dem Buchdeckel steht, sondern was sagt der Inhalt. Sondern das Neue Testament, der Neue Bund, geschieht mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz. Was zählt, ist der Bibeltext. Diese Sache scheint heute einige sehr verwirrt zu haben. Darum erwähne ich das nochmal. Die Evangelien handeln immer noch unter Gesetz. Vor Pfingsten, das heißt Apostelgeschichte 2, vor Apostelgeschichte 2 gab es keine Christen. Das meinen Bundestheologen, weil sie nicht verstanden haben, was Christ wirklich bedeutet. Und wir sehen auch ganz klar, dass der Geist noch nicht gesandt wurde. Johannes 7, 39, Johannes 14, 16. Solange der Herr Jesus auf Erden gegenwärtig war, wurde der Geist und konnte der Geist nicht ausgesandt werden. Aber wir lesen nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus in Apostelgeschichte 1 fährt er gen Himmel und er wird verherrlicht. Nachdem sehen wir Apostelgeschichte 2, gerade ein Kapitel weiter, da geschieht erstmals die Ausgießung des Geistes. Die Juden, die Apostel, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und werden nun Juden-Christen. So. Und was ich auch noch mal zu guter Letzt erwähnen wollte,
Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das lesen wir in Römer 10, 4. Mhm. Und auch nochmal Matthäus 9, 16 bis 17, nochmal wichtig. Niemand setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Wer sich Christ nennt und sich Gesetze aus den Speisegeboten, das heißt 3. Mose 11 zum Beispiel, oder das Einhalten des Sabbats oder sogar die Beschneidung rauspflückt und so weiter, Dinge, die alle der alten Haushaltung angehören, der hat etwas sehr Wichtiges der biblischen Lehre nicht verstanden. Man kann nicht aus dem Gesetz pflücken, denn es ist ein komplettes Paket. Entweder hält man das ganze Gesetz oder man glaubt an den Herrn Jesus. Ja, so ist das. Ne? Und Galater 5 ist ja ganz klar, wer sich da beschneidet, der ist aus der Gnade gefallen. Ne? Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich, genau. Ja. Und das hat man sehr gut gesehen, dass der Heilige Geist diesen Mann von vorhin uns hier vorgeführt hat, der Heilige Geist, damit wir genau sehen, dass Leute, die mit diesen Gesetzeswerken rumwerken, dass sie unter dem Fluch stehen. Amen. Amen. Ja. Das war ein Paradebeispiel, was der Heilige Geist uns vor die Augen gestellt hat. Leider sind es so viele davon. Ne? Es gibt so viele, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, die Dreieinigkeit leugnen, eine Unterscheidung machen in der Gottheit. Der Vater ist größer als der Sohn ist größer als der Heilige Geist. Oder Vater und Sohn sind Gott, aber der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Tausende verschiedene Ehelehren in vielen Farben und Formen. Alles, was es da so gibt. Ja. Und sie sind aber alle am Evangelisieren, am Lehren, auch auf TikTok, auf Facebook, überall sind die. Ganz, ganz übel. Resa, darf ich dich dazu was fragen? Ja, bitte. Und zwar, ich bin ziemlich neu auf TikTok und habe es auch erst vor kurzem meine 1000 Follower voll bekommen irgendwie. Und ich muss ehrlich gestehen, TikTok betrübt mich doch sehr, weil ich merke oftmals, also ich bin jetzt erstaunt von diesem Gespräch die letzten halbe, dreiviertel Stunde, weil doch gut von der Bibel erzählt wurde, aber oftmals wird einfach viel Zeit verschwendet, einfach nur mit Leuten zu diskutieren, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Und dann wird stundenlang mit denen philosophiert. Ich bin der Meinung, man sollte den Leuten gar nicht die Plattform geben, weil die werden es nicht annehmen. Ja. Aber das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja erstmal mit dem Sabbat angefangen und dann haben wir ihm erklärt, die Brüder, hier der Bruder, auch mit viel, viel Geduld, hat ihm alles erklärt. Aber es ist ja nichts angekommen. Und dann erst zum Schluss bin ich auf die Idee gekommen, Moment mal, ich muss ihn überhaupt prüfen, ob der überhaupt also im Glauben ist, mit der Gottheit des Herrn Jesus. Und dann habe ich erst gesehen, dass das ein Antichrist ist. Ja. Aber vorher hat er das ja nicht gesagt. Der hat sich ja versteckt. Ja, ich meine, ihr seid ein bisschen länger vielleicht schon auf TikTok wie ich, aber mir ist es aufgefallen, mir tut es auch weh in einer gewissen Weise, dass so viel diskutiert wird und auch in den Kommentaren, bei TikTok finde ich die Kommentare ganz schlimm, weil man kann in den Kommentaren keinen davon überzeugen, dass er falsch ist. Dann muss man die Leute hochholen und da versuchen, aber irgendwann, ich kann jetzt die Bibelstelle nicht genau sagen, aber da steht auch, wenn wir merken, dann sollen wir den Staub von den Füßen abklopfen und weitergehen. Ja, nee, das hat der Jesus zu den Jüngern gesagt. Es war eine spezielle Aufgabe, eben nach Israel zu gehen und im Haus Frieden zu wünschen. Und wenn sie das Evangelium nicht hören wollten, dann eben weiter sind. Das stimmt. Aber wir haben auch Stellen, zum Beispiel im Judasbrief, wo es heißt, wir sollen mit aller Not und Mühe die Leute aus dem Feuer ziehen. Ja, aber Begriff sind, ne?
Also, Ich versteht wünsche es. alle Gottes Segen. Ich Ja, danke dir verabschiede mich auch. heute. Shalom Aleichem euch alle. Passat auf euch auf. Shalom, Shalom. Shalom. Ja. Was mir manchmal zu so Aber weh im tut, Gegenteil. das, was mir Ja, manchmal also zu so wenn du weh tut, merkst, ist. Sorry. ja, wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, dass hier, das kann ich verstehen, hier auf TikTok tummeln sich sehr, sehr viele falsche 50er Antichristen, Irrlehrer, dann musst du die App abschalten. Da musst du Nee, auf es dich geht. achten. Habt Acht auf euch und auf die Lehre, heißt das. Auf euch Ja, Amen. selber und auf die Lehre. Ne? Das heißt, wenn du siehst, das tut dir nicht gut, dann ab. Nicht hier Nee, rumtummeln. ich. Es sei denn, du bist ein Kämpfer, ein Evangelist, der eben die nötige Kraft und auch Ausdauer und die Stärke bekommen hat, das durchzustehen an vorderster Front. Dann musst du dich da reinstürzen in das Gefecht. Wenn nicht, wenn das dir nicht gegeben ist vom Heiligen Geist, ja, dann musst du dich in Acht nehmen, musst dich schützen. Ja, das sind gute Worte, danke dir. Aber ich kann damit umgehen. Was mir nur traurig macht, ist, dass viele, ich meine, viele, wo neu im Glauben sind oder nicht standhaft im Glauben sind, hier drin sind manchmal. Und denen müssten wir eigentlich ganz klar sagen, ey Leute, hört zu, geht offline, sucht euch Freunde, sucht euch Geschwister im Glauben in eurer Gemeinde oder sonst wo. Und wenn man Wenn eindeutig ist, dass sie noch Milch brauchen, dann haben die hier auf TikTok einfach nichts zu tun. Tut mir leid. Aber das Problem ist auf der anderen Seite, ja, da hast du recht, das Problem ist, aber wenn wir vernünftige Gemeinden hätten, aber du siehst ja auch, wie der Zustand der Gemeinde draußen ist, diese Laodicea. Selbst die bibeltreuen Christen, da waren wir ja drin, da war ich ja drin, die leugnen die Gottheit des Herrn Jesus. Das haben wir erst später herausgefunden. Was ist dann mit den sogenannten nicht so bibeltreuen Gemeinden? Was ist mit denen? Wo stehen die denn? Die stehen ja ganz abseits der Piste. Wir Ja, waren da aber in eine Dingens, in eine Gemeinde, haben wir einfach aus Jux und Dollerei haben wir gesagt, komm, wir gehen mal einmal Sonntag in eine andere Gemeinde, in so eine freie evangelische Gemeinde. Wir kommen da rein und da steht eine Frau und die predigt. Ja, das ist vorbei. Die Zeit der Gemeinde ist vorbei. Wir leben in der Laodicea, wo die Masse der Christenheit einfach Traditionschristen sind, die nicht wiedergeboren sind. Ja, aber es wird auch viel über einen Kamm geschert. Ich wurde auch schon in den Kommentaren bezichtigt, ich wäre nicht wiedergeboren von irgendwelchen Leuten und ich bin darauf auch eingegangen. Normalerweise, ich habe dieser Person auch dann geschrieben, ey, ich habe dir privat geschrieben, wenn es dich wirklich interessiert, was mein Glauben ist, dann lass uns privat schreiben, nicht hier in den Kommentaren. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so, dass wir nicht vom Wesentlichen weggehen. Und ich fand es stark auch von Stunde der Wahrheit, dass er so klar an der Bibel geblieben ist, weil darum geht es. Wir müssen an der Sola Scriptura. Und ich kann gar nicht verstehen, warum manche Leute sagen, Sola Scriptura wäre nicht biblisch oder irgendwas. Das ist für mich ganz, ganz komisch. Ja, weil sie denken, die Kirche Jesu Christi muss ja weitergegangen sein. Und das muss ja eingemündet sein in die katholische oder orthodoxe Kirche, weil was Älteres haben wir ja nicht. Und weil sie denken, dass die Kirche des Herrn etwas Weltliches ist, etwas Irdisches ist und nicht eine himmlische Gemeinde, eine geistige Gemeinde, ein geistiges Gebäude, sondern eine irdische Gebäude mit Steinen. Denken die, ja, das muss dann sozusagen die Verlängerung sein von der Bibel bis zum heutigen Tag. Ja, der ersten Christenheit, die Gemeinde in Jerusalem und weiter die weiteren Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, natürlich die Sendschreiben, die Gemeinde Ephesus, Smyrna und so weiter. Aber wo ist dann der Zwischenlink nach diesem Zeit bis zu heute? Das muss ja das Wort Gottes, also die Kirche Gottes, muss ja weitergegangen sein. Und dann sagen die, ja, okay, das kann ja nur noch dann die katholische Kirche sein. Oder die orthodoxe Kirche, weil das sind die Ältesten. Und das ist eben dieser Fehlschluss, weil eben die Gemeinde Jesu Christi nie abhängig war von irdischen Institutionen. Jede Generation hatte die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden. Und dass die katholische Kirche sogar die Bibel von dem Volk ferngehalten hat. Erst im, ja, also durch, erst im späteren Jahrhunderten wurde ja die Bibel ins Deutsche zum Beispiel übersetzt, das Lateinische. Ja, da war ich auch vorhin in einer Diskussion drin, wo es dann auf einmal hieß von Leuten, dass Luther der Antichrist wäre. Das ist dann auch so. Nein, Luther ist ein Antichrist unter vielen.
Er hat ja viele falsche Lehren gebracht, ne? Zum Beispiel Ja, Babytaufe. Luther hat falsche Lehren gebracht, aber Luther ist auch am Ende abgedriftet, das ist richtig. Aber Luther war meiner nach fern vom Antichrist, weil er hat uns die Bibel doch auch übersetzt und Übersetzt? er hat doch Nein, auch nein, nein, Sachen wie nein. Nein, die die Bibel wurde schon vor Ablassbriefe. Luther. Ja, das reicht aber nicht. Nee, also die Bibel wurde schon vor Luther ins Deutsche übersetzt. Jahrzehnte vorher schon. Der Luther ist Okay. einfach auf diesen Zug aufgesprungen. Da musst du aufpassen. Ne? Luther ist ein Ehelehrer. Immenser Ehelehrer. Der war weiterhin für die Babytaufe. Der hat jeden verfolgen, töten lassen, hat aufgerufen, die Wiedertäufer zu töten. Die Wiedertäufer haben eben abgelehnt, dass man Babys taufen darf. Und die sind natürlich biblisch korrekt. Taufe ist nur für den Gläubigen, Ja, das der ist zum sowieso, Glauben, ja. nicht für die Babys. Das heißt, der Luther war Zeit seines Lebens eigentlich katholisch. Der wollte nur eine Erneuerung der katholischen Kirche. Der wollte nicht irgendwie jetzt Protestantismus oder so. Der hat natürlich zur Ermordung von Bauernaufständen und so zum Bauernermordung aufgerufen und, und. Zu Tötung und Verfolgung von Juden, zu Tötung von behinderten Kindern. Der hat gelehrt, dass wenn deine Frau keine Lust hat auf Geschlechtsverkehr, da kannst du dir auch die Magd nehmen, also Sex außerhalb der Ehe. Völlerei hat er gelehrt. Der hat gelernt, dass die Obrigkeit mit Töten das Himmelreich eher erben könnten als durch Beten. Da muss ich mich noch mal mehr beschäftigen mit, aber hier werde ich auf jeden Fall machen. Ja, das musst du machen, sehr, sehr wichtig, ne? Weil die Leute sind auch unter dem Fluch von Martin Luther, sie beten ihn fast schon an. Und das ist halt Nee, Antichrist. ja. Ich Ne? meine, aber ich will noch mal, ich kann nur empfehlen, alle, die es auch hier im Chat sind oder zuhören, sucht euch eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, Hauskreise, die wirklich am Wort sind. Ich meine, ich bin selber in Süddeutschland, ich bin 32 Jahre in einer Gemeinde, bin dort reingewachsen und ich kann wirklich sagen, meine Gemeinde ist eine Gemeinde, die nach dem Motto Sola Scriptura lebt. Und ich bin sehr froh darüber. Ich bin auch sehr froh, dort Brüder und Schwestern zu haben, mit denen ich mich austauschen kann. Und das ist für mich eine Grundlage. Wir brauchen eine Ja, wenn du Gemeinde, eine eine Gemeinde gefunden Gemeinschaft. hast, wo die Leute da drin wiedergeboren sind und nicht in Ehelehren stecken, so, dann hast du Glück gehabt. Ja. Dann hat der Herr dich, ja, aber ich bin der Meinung, dass sämtliche Gemeinden lauwarm sind. An Das ist das Problem. was machst du das fest zum Beispiel? Das mache ich daran fest, dass die Gemeinden nicht evangelisieren, das Evangelium nicht nach außen tragen. Keine Gemeinde macht das. Nein, Das ist das schon mal ein Riesenfehler. Das Resa, zeigt schon mal, dass die Gemeinden nicht korrekt sind. wenn du keine Gemeinde sagst, ist es nicht richtig. Absolut ist es meistens nicht richtig. Weil ich kann zum Beispiel von meiner Gemeinde sagen, wir haben ein Go-Team, das sich per WhatsApp-Chat organisiert und mehrmals die Woche wird rausgegangen in die Stadt zum Evangelisieren. Ja, okay, dann das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Aber das Dann meine ich ja verschiedene Ehe. mit unserer Dann Sprache müssen wir aufpassen. Keine war zum Beispiel, dann mit keine, da treten wir den falschen Leuten auch immer auf den Schlips. Ja, aber Viele, dann die geht's weiter dann. meisten Wenn vielleicht, die ja. prüft, diese Gemeinden, dann stecken die in weiteren Ehelehren. Verlieren die Lehren die Wiederverlebbarkeit des Heils bei einem Wiedergeborenen. Zum Teil wissen sie gar nicht, was Wiedergeburt heißt. Ja, Die das ist lehren das traurig, gar ne? nicht. Ja. Und dann lehren die eben, dann sind die entweder charismatisch oder Also ich. pfingstlerisch unterwegs, Pfingstcharismatiker. Dann sind die Sabbathalter. Judaisierer unterwegs. Oder in Hoffnung für meinem alle, Fall, ja. in unserer Gemeinde, eben die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet. Hoffnung für alle, ja, ich rede in Zungen. Was? In der Chat hat mich jemand gefragt, ob ich in Zungensprache spreche. Eieiei, siehst du, das kommt raus, früher oder später. Was, du redest dieses Kauderwelsch, ja? Was ist daran falsch, wenn ich fragen darf? Ja, da hast du einen Bruder falschen Geist Reza, angefangen.
So einfach ist das. Runriver, diese Ja. Zungensprache, das ist eine alte Schamanensprache. Ja, ich weiß, das ist ein unreiner Geist, der dort durch ihn spricht. Ja, das ist dieses, was die damaligen Urvölker, das ist dämonisch. Ja, natürlich ist es dämonisch. Weil ich kenne auch keinen Charismatiker, der jetzt nach Japan evangelisiert und auf einmal fließend Japanisch kann. Fließend. Ohne einen Fehler. Und perfekt Nee, die kann Bibel ich nicht. auslegen kann. Lieber Shari 777, du musst Buße tun und von neuem geboren werden. Ich muss dir das so verkünden. Ich bin von neuem geboren und ich Nein, du tue bist nicht von täglich neu geboren. Buße. Nein, bist du nicht. Du hast einen Bist du falschen, nicht. unreinen Geist empfangen. Okay. Wir Sobald können das gern. aufhört mit diesem Schabalabalam, was du wahrscheinlich tust, diese Kauderwelsch, diese Gelalle, wenn das weggeht, dann hast du wahrhaftig Buße getan und bist von neuem geboren und dienst dem Herrn Jesus Christus. Sonst bist du unter dem Fluch. Das muss ich Also, dir so sagen. das sehe ich leider anders, aber ohne diese ja, Wunder, ohne das ist diese ein. Wunder, Bruder Reza, ohne diese Ja. Wunder würden sie gar nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Die Ja, würden die gar müssen nicht immer an was diesen. sehen. Genau, die brauchen Die immer so wollen, einen, also ohne dieses sagen nach wir im hinten Fernsehen, kippen und Kino, ohne das, Unterhaltung. ohne das wäre ihr Glaube tot. Die würden gar nicht Ja, glauben, weil natürlich. Ja, das wäre denn zu langweilig, der die reine wollen Glaube. Wunder sehen, die wollen Feuer sehen, die wollen auf Ja, einmal ja, sehen, ja. wie ein Rollstuhlfahrer aufsteht und springt. Und ohne das würden die sagen, ja Gott gibt's ja gar nicht. Ja, es ist, Ja, weißt ja, du? ja. Ja, und das Wort Gottes sagt ja, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen. Amen. Genauso ist es auch. Also ja, ich sehe schon, ich werde wieder runtergehen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ja, weißt du, warum du runter? Guck mal, mach dir doch einmal darüber Gedanken, was wir dir sagen. Das kann doch nicht sein, dass du einfach so gehst. Mach dir doch darüber Gedanken, warum wir das sagen. Das musst du Nein, doch mal prüfen. wir werden dort einfach nicht zusammenkommen, aber wir können Ja, aber gern mal in einem weißt du, was eins zu eins traurig ist? Gespräch Dass solche darüber Menschen wie reden, du, guck mal, der Herr Jesus, kannst du einmal wie den der Vers Heilige Geist lesen, uns das bitte? alles Reza, aufzeigt, ne? lest mal bitte Wie den der Vers. Heilige Geist uns Ihr das werdet in aufzeigt, meinem Namen alles. Dämonen austreiben. Und ihr werdet in meinem Namen Wunder tun und ich kenne euch nicht. Kannst du mal den Vers vorlesen? Achso, das ist Matthäus 7, ne? Lest das mal bitte einmal ihm vor. Ja, Sekunde. Eine Frage denn, kannst du denn Indisch sprechen? Kannst du einen Blinden sehend machen oder so? Oder in eure Gemeinden zum Beispiel? Gibt es da jemanden, der Blinde sehend machen kann? Also wir können das so nicht machen, wenn, dann macht es Jesus. Ja, ich frage ja durch euch. Hast du schon mal gesehen, dass wirklich ein Blinder in eure Gemeinde jetzt sehen kann? Also du glaubst nicht, dass Jesus heutzutage immer noch heilt. Das sage ich doch gar nicht. Das habe ich nicht Doch, sagst gesagt. du damit. Nein, 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 das sagst du. Das willst du mir im Mund legen. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich gefragt. Gibt es da in eure Gemeinde, der so die Hand auflegt und sagt, du sollst sehen? Nein, aber wir beten für Siehst du? Kranke in Aber unserer warte, warte, Gemeinde, das ist ja? der Unterschied. Das ist der Unterschied, wenn ein Blinder sagt, Herr Jesus, bitte, ich flehe dich an, öffne mir die Augen, ich will sehen. Das ist was ganz anderes, wenn einer kommt, mir die Hand auf die Augen legt und sagt, du sollst sehen. Das ist was ganz anderes. Machen wir nicht. Du legst mir gerade ein bisschen was Wort Nein, in nein, den nein, Mund. und das gibt es ja gar nicht mehr. Und ich kenne auch keinen Charismatiker, also ich meine charismatische Gemeinde, die Blinde sehend gemacht haben. Ich kenne keinen. Ich habe bis heute recherchiert, ich habe nichts gefunden. Ich kenne auch keinen Charismatiker, der in allen Sprachen reden kann, wie die Apostel. Ich kenne keinen. Die können nur schal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 
Man kann Meinungsverschiedenheiten haben, aber bitte belegt mir doch, wie ihr drauf kommt, dass Zungensprache jetzt was Barbarisches wird. Ich meine, ihr. Darf ich was dazu sagen, Bruder Reza? Also, warte, Darf ich warte, was kurz, dazu warte, Bruder, sagen? warte, Bruder. In Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, haben die Leute in echten menschlichen Sprachen gesprochen. Das waren irdische Sprachen, also Araber, Skyter und so weiter. Das waren menschliche Sprachen, die plötzlich gesprochen wurden von den Leuten. Nicht dieses Gelalle. Denn sie sagen, wir hören sie in unseren Sprachen sprechen, obwohl sie diese Sprache nie gelernt haben. Bruder Warte, Reza, Mirka. darf ich auch nur ganz kurz was dazu sagen? Ja, bitte, ja. Es wurde dokument, also es wurde aufgenommen, dass die gefragt haben, diese Leute, die in Zungensprachen reden und die dann so nach hinten gekippt sind, die haben die mal so, das wurde aufgenommen, ich muss das raussuchen, die haben gefragt, im Namen Jesus, wer seid ihr und woher kommt ihr? Und dann haben die auf einmal in Zungen, nicht mehr in Zungen geredet, sondern wir kommen aus der Hölle, um euch zu verführen. Das wurde wirklich dokumentiert, also aufgenommen, das suche ich mal raus, da hat auch ein Pastor darüber geredet und aufgeklärt. Ich muss das mal raussuchen und dir dann schicken. Und das schicke ich dann auch in die Gruppe rein. Also in die Ja. WhatsApp-Gruppe. Ja. Ja, also lieber Sherry, wir können auch nicht mehr weiter. Es sei denn, du hast Fragen, ich kann dir die Fragen beantworten, aber es gibt keine Gemeinschaft zwischen dir und uns. Leider nicht. Bis du wahrhaftig Dann Buße getan hast und ist das bedenkst. so, Resa. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute, Gottes Segen. Ja, danke dir auch. Ja, Gottes Segen dir. danke euch auch. Seht ihr, Lieben, was der Heilige Geist macht gerade? Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Hier tummeln sich tausende verschiedene Ehelehren in verschiedenen Farben und Formen. Da kommt nicht einer hoch, außer jetzt hier so eine Ausnahme hier, Stunde der Wahrheit. Aber sonst können hier nur Jesu Gottheitleugner, Judaisierer, Pfingstcharismatiker. Nur, leider Gottes ist das so. Und als er zu mir meinte, ja, meiner Meinung nach können alle Gemeinden, es gibt auch gute Gemeinden, da wusste ich schon. Wenn du dich in dieser Laodicea wohlfühlst, dann stimmt was mit dir nicht. Ja. Dann stimmt was mit dir nicht. Und früher oder später hat der Heilige Geist uns gezeigt, ah, guck mal, das ist auch ein Charismatiker. Früher oder später wird der Heilige Geist einem alles zeigen. Bruder Reza, die denken, den Herrn Jesus Christus nachfolgen, das ist einfach mal so eine Nebensache. Die denken, das ist so eine Nebensache. Aber den Herrn Jesus Christus nachzufolgen bedeutet sterben, der Welt absterben, ihm treu nachfolgen, alles aufzugeben, sein Leben zu verleugnen, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Ja. Das ist wirklich den Herrn treu nachfolgen. Und Ja. sogar als Ehre, als Märtyrer, ne, dann mit ihm gehen. Ja, genau. Aber sie haben sich ja nicht selbst verleugnet. Sie haben Ja. ihren Selbst schön mit reingenommen, ihren Stolz, und haben das dann sozusagen intensiviert, ihren Hochmut durch Wunder und Zeichen. Also ganz, ganz übel. Ja. Ja. Ja, was Traurig, traurig. vielleicht auch nochmal wichtig wäre an dieser Stelle zu erwähnen, Geschwister, in Bezug auf die Endzeitrede unseres Herrn. Hört man Oder mich? kannst du die Frage ganz kurz beantworten, weil da